Servus Fotofreunde! Ja, heute nehme ich euch mit zu einem ganz besonderen See und zwar dem Großauesee in Österreich. Ich werde dir zeigen, wo du am besten parken kannst, was es zu beachten gibt, ein paar Tipps und Tricks und natürlich werde ich dir einfach zeigen, wie schön diese Landschaft dort oben ist. Und ich freue mich sehr, wenn du mitkommst, dabei bist. Jetzt geht's los! Wird schon ein bisschen frisch. Ich glaube, ich nehme mir noch einen Pulli mit. Der erste Tipp, den ich für dich habe, es gibt hier unten einen Parkplatz und man muss jetzt ein kleines Stückchen noch mal hochlaufen, das ist nicht weit. Aber wer das nicht möchte, der kann auch mit dem Bus fahren. Es geht hier auch ein Bus hoch und der Bus, der hält gleich ganz oben und du kannst bequem oben aussteigen. Moskitospray, aber das bleibt heute zu Hause. Ihr seht, hier liegt noch Schnee, es ist mitten im Mai, heute hat es 28 Grad und hier liegt noch Schnee. Hier seht ihr jetzt diesen unteren Parkplatz und ihr müsst dann quasi da die Treppe hochlaufen, hier die Treppe hochlaufen und dann nach rechts rüber den Berg hinauf. Gegen die Sonne schaut auch richtig cool aus. Ich glaube, da werde ich noch mal ein Stückchen weiterlaufen und dann von hinten auf jeden Fall noch mal ein Bild machen. Ja, also huch. Jetzt ist es so gegen 5 Uhr. Die Sonne kommt gerade noch über den Berg rüber. Ihr seht es schon, da kommt langsam der Schatten. Und ja, geht. Ein Sonnenstern ist halt schon immer geil. Ja? Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich noch ein bisschen weiterlaufe. Und dann noch mal ein Bild auch auf jeden Fall machen mit Sonnenstern. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt hier trotzdem ein, zwei Bilder. Und dafür nehme ich wieder mein 1635 und werde vielleicht sogar auch ein bisschen näher ranzoomen. Es geht ganz schön weit runter hier. Ich habe mir nicht so vorgestellt, dass das so weit runter geht, aber es ist, glaube ich, auch tendenziell leer. Der See schaut nicht so hoch aus, wie er vielleicht schon mal war. Meine Einstellungen, die ich jetzt gemacht habe, sind eine Vierzigstel und Blende 13 und ISO 100. Da werde ich jetzt auch nochmal den Filter dazu nehmen, um einfach ein bisschen glatteres Wasser zu bekommen. In dem Fall habe ich jetzt einen CPL und ND-Filter kombiniert. So circa 20 Fußminuten von dem Häuschen oben bin ich jetzt und hier scheint die Sonne noch total schön hin. Da habe ich alles total schön. Steinemännchen entdeckt und Baumstämme und die möchte ich jetzt gerne noch fotografieren gehen. Musik.
Oh wow. Jetzt wollte ich gerade die Kamera aufstellen hier zum Filmen. Und das Bild ist eigentlich schon mega geil. Also von hier werde ich auf jeden Fall auch noch mal ein Bild machen. Ah, oh, mega, mega. Kommst du mal wieder her? Bei dir geht stiften. Zu anderen Mädels hier. Komm her. Jetzt habe ich die Kamera gerade aufgestellt, um zu filmen für euch. Und habe gesehen, dass das Bild eigentlich total geil ist. Also ich werde auf jeden Fall das Bild, was ihr jetzt seht, noch fotografieren. Sieht einfach mega schön aus. Hier blüht es total gut. Genau, von der Uhrzeit und von der Jahreszeit her solltet ihr so ab Mai rum hierher gehen. Es blüht alles, es ist total saftig grün. Es ist warm, man könnte sogar baden gehen. Also es ist die perfekte Jahreszeit. Oder natürlich auch im Sommer, ist auch wunderschön. Aber ich denke, viel früher, dann ist es noch kalt oder liegt zu viel Schnee. Da ist es nicht so gut. Und von der Uhrzeit her, wie gesagt, jetzt haben wir so 5:30. Geht auch noch wunderbar. Die Sonne geht erst um kurz vor 9 unter. Und ja, jetzt lege ich mal los mit dem Fotografieren. Hier werde ich jetzt eine Belichtungsreihe machen, weil das, wo die Sonne nicht hinscheint, sehr, sehr dunkel ist und wo die Sonne hinscheint, relativ hell. Das heißt, da werde ich jetzt umschalten auf Bracketing und im Menü einstellen 2EV3, also das bedeutet drei Bilder hintereinander mit jeweils zwei Helligkeitsstufen Unterschied. Hier ist der Einstieg etwas weiter für den Klettersteig. Der geht dann da oben rauf, sieht auch sehr, sehr cool aus. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich gehe sehr, sehr gerne Klettersteige und in dieser traumhaften Natur am Fels rumzuklettern, ist schon ganz schön geil, oder? Was meint ihr? Wie cool ist das bitte? Und hier kommt mal eben der Klettersteig von oben runter und geht dann einfach mal da unten ins Nichts. Naja, fast ins Nichts. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also wer unseren Hintersee kennt, das hier ist echt ähnlich. Das sind ähnliche Felsen und Bäume. Sieht richtig, richtig cool aus. Auch süß. Hier wächst aus dem alten Baumstamm. Wächst ein neuer Baum. Mein Fazit zum Gosausee. Der Gosausee ist ein wirklich landschaftlich sehr, sehr schöner See. Aber es hat auch ein großes Manko, und zwar, dass man nicht richtig runter zum Wasser kommt. Das Wasser lacht einen so an, aber überall ist es relativ steil und das Wasser ist sehr weit unten. Das heißt, man kommt sehr schwer zum Wasser. Man kann auf der gegenüberliegenden Seite vom Haus, dort kommt man relativ gut hin und noch an ein, zwei anderen Stellen. Aber grundsätzlich ist es eher schwierig. Für Kinder und für ältere Leute ist es gar nichts. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist der Klettersteig. Ich werde mich gleich mal informieren, wie schwer der ist, und habe total Lust, diesen Klettersteig zu gehen. Denn ja, wenn man da eben in dieser Felswand und diese Leiter runterklettert, ist es richtig cool. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis bald. Ciao, deine Janina.